So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, alle Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Wir haben das letzte Mal uns auf den Weg zu den Orni gemacht, zwei Schreine erledigt und sind jetzt bisher, ja, hier, gerade so auf dem Weg zum nächsten Turm. Der ist da irgendwie in der Ecke. Jetzt will ich aber kurz erstmal diese Höhle hier erkunden, weil auch da ja ein Mayoi sein soll. Das heißt, da können wir einmal reingucken. Und ich sehe schon neue Gegner. Raubschlange. Ah, nee, nicht neu. Die kennen wir aus der Himmelsinsel. Die kennen wir aus den Himmelsinseln. Ach, die hasse ich ja. Kann ich die irgendwie ärgern? So, keine Ahnung, kann man den Felsen zum Fressen geben? Ja, sieht nicht so aus. Na, tolle Wurst. Komme ich irgendwie an denen vorbei, ohne großartig jetzt rumzukämpfen? Weil die halt böse viel aushalten. Den einen, da muss ich wahrscheinlich. Nee, wobei. Ich glaube, den muss ich gar nicht besiegen. Wenn ich schnell genug bin. Oh shit. Okay, die sind ein bisschen aggressiver als erwartet. Ach, komm schon. Dann muss ich. Ich wollte übers Wasser da hochgehen, aber ich muss ihn besiegen, um. Ja, okay, toll. Na gut, ich muss näher ran, dass der aufmacht, ja? Habe ich ihn erwischt? Die sind so ekelhaft, ne? Jetzt! Ach Mann! Ach doch, ich dachte ja, ich habe ihn nicht erwischt, aber ich habe ihn erwischt. Raubschleimstein kann man auch mal gleich fotografieren. So, und jetzt kann ich aber nach oben. Ja, den Raubschleimstein wollte ich eigentlich schon noch mitnehmen. So. Und tschüss, Drecksviecher. Okay. Das sind so Leuchtfische. Ich glaube, als ich das letzte Mal gespeichert hatte, habe ich. Also, als ich das letzte Mal fotografiert habe, hatte ich es nicht gespeichert. Ja. Sehr gut. Och, jetzt habe ich Spottkröte erwischt. Ist zwar auch nicht schlecht, aber okay. Hä? Habe ich jetzt wieder die Spottkröte? Mein Gott, hör doch auf, die anderen Sachen zu fotografieren. Habe ich jetzt den Leuchthöhlenfisch? Na bitte. Heieiei. Schön Donnerblume. So. Oh, Fittkröte. So fit war die aber nicht, wenn ich sie eingeholt habe im Wasser. Ja, okay, da krabbeln nur Viecher rum. Interessiert uns jetzt nicht weiter. Ah, da ist wieder so ein Vieh. Scheiße. Treffer.
Tschüss. Ah, Leuchtsamen, ganz wichtig. Kann man nie genug haben. Noch mehr Leuchthüllenfische. Leuchtpilze. Langstock mit verrosteter Hellebarde. Alles klar. Eine ganz schön große Höhle hier. Ist eine ganz schön große Höhle. So. Da ist der ja, der Dings. Aber hier ist auch noch was, habe ich doch gesehen. Hier ist eine Truhe. Gib her. Kletterhandschuh. Yo. Yo. Cool. Sehr gut. Speziell gearbeiteter Handschuh erlaubt kraftsparendes Klettern ohne abzurutschen. Ja, let's go. Sehr schön. Ausrüstung immer natürlich richtig gut. Vor allem ist das auch jetzt ein bisschen mehr Verteidigung. Das war 3 statt, ich glaube, 1, ne? Also auf jeden Fall sehr schöne Entdeckung. Sehr wichtig. Okay, nice. Ja, nicht ganz runter. Sehr nice. Okay, holen wir uns den Kollegen hier oben noch. Das Signum. Davon haben wir jetzt 6 Stück. Und der eine, also der hat gesagt, beim Stall von Eldin, beim Waldstall von Eldin, sind dann wohl Kollegen, die dafür eine Belohnung geben. Okay. Klingt doch interessant. So. So viel Zeit muss sein. Okay. Hier komme ich wieder hoch, beziehungsweise schneller geht's so. Nice. Und da ist der nächste Schrein. Und da ist der Stall. Ist das der Stall von Eldin? Nee, nicht, oder? Irgendein Stall wird es sein. Und guck mal, hier ist auch wieder... Hier ist auch wieder so... Also das gibt es öfter, diese Leuchtdinger am Boden. Diese Leuchtteile am Boden, die man so von oben öfter sieht in der Nacht, die auch so schön leuchten, gibt es öfter scheinbar. Da ist der Turm, zu dem ich will, aber jetzt gehen wir erstmal zum Stall. Sehr schön. Was für ein Stall ist das denn? Neuer Stall von Marita. Okay. Wir gehen erst zum Schrein. Sinakawaka-Schrein. Wir gehen erst zum Schrein und dann gehen wir zum Stall. Rein da. Okay, schön. So, was haben wir hier? Heiße Luft. Okay, erstmal geht's hier hoch. Der sieht sehr klein aus, muss ich gestehen. Das Brett kann ich mitnehmen. Mann, ich drück dich. Oh, das kann ich alles hier abbauen. Oh! Okay, ich habe noch nie gelernt, wie diese Dinger funktionieren. Aber wahrscheinlich lerne ich das jetzt dann hier. Aha.
Aber wenn ich da hoch will, geht es doch auch so ganz gut. Ah, jetzt ist er durch den Ballon. Hier wollte ich hoch. Ach so, okay, ich verstehe. Aber wie ist denn das? Ich selber kann ja nicht in so ein Ding rein, oder? Oder kann ich da rein? So. Ne, ich kann nur oben drauf, ne? Für rein müsste ich wahrscheinlich... Jetzt ist die Frage, kann ich? Ohne dass es kaputt geht, das hier dran setzen. Und jetzt... Ich will den da durch. Hallo. Ja. Das funktioniert. Ich hatte erst Bedenken, dass es Holz vielleicht, aber nee, klappt alles wunderbar. Okay, geht bis hier hoch. Sehr schön. Ist hier oben drauf irgendwas Spannendes? Nee. Oh, ich habe jetzt gehofft, dass hier eine Dings vielleicht ist, eine Truhe. Ah, das ist zu weit weg. No, ich kann mein Konstrukt nicht mitnehmen. Na gut, egal, gehen wir runter. So. Was brauche ich jetzt hier alles? Ach, da muss ein Ballon wahrscheinlich da oben ran. Ah ja, gut, okay. Na gut, dann machen wir das halt so. Okay, ja, ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Komm her. Ja, ich wollte eigentlich... Oh. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir es halt so. Plopp.
Okay, so viel zu großer, so viel zu kleiner Schrein. Er ist ein bisschen größer geworden gerade. Kann ich den mitnehmen? Nee, kann ich eh nicht mitnehmen, okay. Yo, was ist denn jetzt hier alles los? Ach du grüne Neune, okay. Also hier will ich am Ende durch. So. Die Frage ist jetzt halt auch noch, wo ist eine Truhe, falls irgendwo eine Truhe ist. Okay, also wenn ich runterfalle, kann ich immer wieder hochklettern. Aber hier oben ist auch keine Truhe, ne? So, ich sehe jetzt nichts Truhentechnisches. Da brennt es ein bisschen. Ich sehe halt keine Truhe. Gibt es überhaupt Truhen? Also er ist nicht abgehakt, was Truhen angeht. Da wird es wohl welche geben. Aber die Frage ist, wo? Oh, die große Kugel muss wahrscheinlich hochtransportiert werden. Mach mal hier. Gib mal hier Ruhe. Nein. Ich will nicht, dass du kippst. Okay, so ist brav. Nein. Okay, warte. Kriegen wir hin. Ah, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Naja, so sinngemäß. So sinngemäß funktioniert's. Ich meine, ich kann es jetzt ja hier oben einfach mit der Hand mir wieder snacken. So. Das ist ja nicht das Problem. Rein da. Und damit habe ich meine Truhe. Mit einem Opal. Und das waren alle Truhen. Sehr schön. Jetzt müssen wir den gleichen Spaß halt noch mit der kleinen Kugel machen. Ja, wow. Ist jetzt halt einfach das gleiche in grün. Hux.
Abflug. Und hinterher. Ich weiß, ich könnte auch hochfliegen, aber mache ich jetzt so. So. Na, komm mit. Nein! Das ist zu hoch. Das ist nicht so gut. Okay. Interessiert ja nur die Kugel. So. Rein da. Sehr schön. Also, je mehr ich von diesen Schreien mache, umso weniger verstehe ich, dass ich den anderen nicht kapiert habe. So, was ist denn, was soll es denn jetzt bei diesem anderen Schrein das großartige Rätsel, dass ich es nicht schaffe? Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Gut, prima. So, gucken wir uns beim Stall um. Schauen wir uns an, was der Stall Tolles zu bieten hat. So. Dann haben wir jetzt nämlich auch ein Port zu einem Stall. Also mal sehen. Was sind die heutigen Schlagzeilen beim Kleeblattkurier? Kälteeinbruch bedroht Orni. Das Dorf der Orni ist von den Außenwelt abgeschnitten. Es herrscht Sorge wegen der Nahrungsmittelversorgung. Wie entsetzlich, dann ist es ja lebensgefährlich, ohne Schutz vor der Kälte zum Dorf der Orni zu reisen. Ich kann die Zeitung erst weglegen, wenn ich jedes einzelne Wort gelesen habe. Die Artikel sind alle so gut geschrieben. Vorsicht vor Blutmond. Ja, komm, ja. Passt schon. Lest du mal. Hi. Ich wünsche einen guten Tag hier im Stall der Orni. Ich meine, neuen Stall von Marita. Tut mir leid. Ich habe bis kurz noch im Stall der Orni gearbeitet, also falle ich gelegentlich in alte Gewohnheiten zurück. Vor dem Dorf der Orni im Westen gab es auch einen Stall, doch dann kam der Kälteeinbruch und er wurde geschlossen. Ah, ich verstehe. Okay, und das ist die Zeitungsredaktion. Ja. Oh, ja, cool. Kälteschutz. Danke. Prima. Kann man immer gebrauchen. So, hier ist noch ein Händler. Was hast du so für mich? Ah, du bist gar kein Händler. Kado. Ich hatte gehört, dass Prinzessin Zelda vermisst und du ebenfalls. Ich freue mich, dich gesund und munter zu sehen, aber wo ist die Prinzessin? Was? Man weiß immer noch nicht, wo sich Prinzessin Zelda befindet. Mit Impa reden. Ja, wo denn? Ach was. Ach lol, da ist Impa. Ja, moin. Ja, natürlich quatsch ich mit Impa. Oha. Einfach ein neues Hauptziel plötzlich. Ja, natürlich quatsch ich mit Impa. Lol. Ja, let's go. Ja. Du brauchst ein Rad. Zwei Räder. Kriegen wir hin? Beschäftigt. Ja, es fehlt ein Rad. Wunderschön. Okay, Wildpferd und Baumaterial kriegen wir hin. So, wo sind denn Reifen? Da sind Reifen. Zack.
Und zack. Moment mal, der Wagen ist fertig. Er ist wirklich fertig. Hast du das etwa für mich getan? Ich danke dir. Ein kompletter Wagen mit Rennen und allem, und ich dachte erst, der gehört einem unserer Gäste. Ach, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Dank dir bin ich meinem Traum vom eigenen Pferdewagen schon einen großen Schritt näher. Jetzt müssen wir nur noch ein Wildpferd fangen. Ja, kriege ich hin. Ist hier gerade eins in der Nähe irgendwo zufällig? Das würde die Sache vereinfachen. In der Nähe ist leider gerade keins. Oh. Never mind. Na, dann schauen wir doch mal. Schon skeptisch. Bei der ist noch gar nicht skeptisch. Okay, der ist cool drauf. Muss es ja nur bis hierhin schaffen. Na, ich will sprechen. Halt, da steht A. Hallo. Stopp. So. Sehr schön. Hast du dieses Pferd für mich gefangen? Das sieht ja toll aus. So ein Pferd wollte ich immer schon mal haben. Mhm. Was? Echt? Du willst also wirklich dieses tolle Pferd überlassen? Ah. Ich danke dir. Passiert das gerade wirklich? Ich bin ja so glücklich. Toll, ich werde gleich das Geschirr anlegen. Hi. Wenn du ein Pferd besitzt, kannst du ihm ein Geschirr anlegen. Auf diese Weise kannst du ein Pferd an einen Wagen anschirren oder auch an Sachen, die du gerade trägst. Wenn du Stahlpunkte sammelst, kannst du so ein Geschirr als Prämie erhalten. Falls du noch nicht das Stahlmitglied registriert ist, wende dich einfach an die Rezeption. Sekündchen. Und fertig. Ich hätte nie gedacht, dass aus diesem Wagen ein so toller Pferdewagen werden würde. Vielen, vielen Dank. Ein eigener Pferdewagen ist der Traum von jedem, der in einem Stall arbeitet. Ich kann dir gar nicht genug danken. Aber alles, was ich jetzt noch an Geld besitze, es soll dir gehören. Wow, 100 Rubine, nice. Sehr schön, ich heiße Link. Link, also mal überlegen. Dann soll dieser Pferdewagen von heute an Zumink heißen. Ich werde ihn mein ganzes Leben lang hegen und pflegen. Okay. Gut, dann haben wir das schon geklärt. So. Willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ja, ich habe keine Stallmitgliedschaft. Können wir uns darum kümmern? Ja. Ja. Link. Okay. Ich weiß, denke ich schon, wie Ställe funktionieren. Ja. Ja. Registrieren will ich mich. Ach so, geht nur mit dem Pferd. Ah, okay, alles klar. Oh. Aber für mich Pferd abholen. Kann ich ein Pferd abholen? Ich habe doch gar kein Ziel. Ah. Bruder, was?
hier Pferde? Ich hab hier Pferde? Volki Epono Royali? Sind die aus Breath of the Wild? Hab ich die? Die klingen irgendwie so nach mir, als hätte ich die so benannt. Hä? Hä? Ich bin total verwirrt. Okay, interessant, ich habe Pferde. Stallpunkte, ja, erklär mal. Dabei handelt es sich um ein Prämiensystem für Ställe. Immer wenn du einen Stall nutzt, erhältst du Punkte. Okay. Ein Stallpunkt. Lol. Punkte bis zur nächsten Prämie 2. Okay. Okay. Sehr interessant. Ach, guck mal. Ja. Du bist auch wieder hier am Start, Terry. Was hast du denn Hübsches für mich? Ja? Erklär mal, was du Hübsches hast. Erstmal gucken wir verkaufen, ob der wirklich mehr bietet für die Sachen, wie er es gerade angedeutet hat. Ne, ich glaube 110 hatte ich. Ja doch, das sind die gleichen Preise. Okay, okay. So, was hast du für mich? Also, Holzpfeil, Feuerfrüchte. Okay, bei ihm kann ich Feuerfrüchte kaufen. Das ist gut zu wissen. Ja, schade, nichts anderes. Okay. Nichts, was ich jetzt von dir bräuchte. So, hier kann ich Prämien abholen, ja? Okay. Ihr seid nicht weiter relevant, scheinbar. In Vorbereitung, bitte nicht anfassen. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen noch zu Impa. Wir gehen definitiv noch zu Impa in dem Part. Das ist jetzt noch ganz wichtig. Hier ist einfach Impa. Yo. Vielleicht kann die uns ja erklären, was es mit diesen Sachen hier auf sich hat. Ah, das ist dann so ein komplettes Ding. Da kann man den wahrscheinlich draufsetzen. Und damit fliegen eine Runde. Auch interessant. Ja, Tatsache, Impa. Sieh an, dass wir uns nach so langer Zeit ausgerechnet hier treffen, Link. Impa, Älteste der Shika. Wie ich hörte, galtest du als vermisst, daher bin ich erleichtert, dich zu sehen. Dann sollte es ja auch Prinzessin Zelda gut gehen. Wo ist sie? Was? Sie wird also noch immer vermisst? Dann müssen wir unsere Suche dringend fortsetzen. Eine Sache, Link. Als Prinzessin Zelda verschwunden ist, da kam ich ins Grübeln über diese riesigen Bodenmalereien, die mit dem Kataklysmus erschienen sind. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dies in ganz Hyrule geschehen sein soll. Deshalb ziehe ich nun mit Kado umher, um mir diese Malereien, die sogenannten Geoglyphen, näher anzusehen. Die Geoglyphe hier habe ich von einem Aussichtspunkt weiter weg entdeckt. So nah am Boden kann ich sie zwar erkennen, aber nicht ausmachen, was sie insgesamt darstellen soll. Ich müsste sie vom Himmel aus... Okay, ja, alles klar. Mhm, Heißluftballon, aber funktioniert nicht. Ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dann kriegen wir hier jetzt gleich erklärt, was diese Dinger sind. Sehr schön. Das hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert. Nicht seitlich, mein Gott. Och, jetzt ist der Falsche abgefallen.
Jetzt aber. Hallo? Ah. Oh, der Heißluftballon. Du hast ihn für mich repariert. Ich danke dir, Link. Ja, ich will sie auch sehen. Let's go. Ich kann den Ballon nach oben steigen lassen. Gar kein Problem. Ja, wirklich. Kann ich nicht einfach... Ja. Nein, ich will das jetzt nur hier reinheben. Ja. Das ist jetzt nicht so ganz, wie ich das wollte. Ich will doch nur das hier anzünden, ohne die Fackel in die Hand zu nehmen. Na gut, ich habe eine Fackel, ne? Na komm. So. Dann ersetzen wir gleich mal die Fackel. Oder auch nicht. Oha. Yo, das ist ein Dings. Hier, der Titan. Aus der Gerudo-Dings. Du liebe Güte, ist das hoch. Mir wird gleich schwindlig. Doch von hier aus kann ich die Geoglyphe in ihrer Gänze sehen. Ich stehe in deiner Schuld, Link. In den alten Schriften des Dorfs gibt es Passagen, die sich mit den Geoglyphen befassen. Dort steht auch geschrieben, dass die Geoglyphen zeigen, was die Leute aus alter Zeit bei einer Drachenträne sahen. Was wohl mit den Leuten aus alter Zeit und der Drachenträne gemeint ist? Ich verstehe das alles noch nicht. Vielleicht finden wir ja eine irgendwo auf der Geoglyphe. Das zumindest halte ich für eine Möglichkeit. Ja, ich sehe die Drachenträne. Ja, ich sehe die Träne. Okay. Ich sehe die Träne, theoretisch. Also soll ich da jetzt hinfliegen, ja? Okay. Ey, das sieht schon cool aus, ne? Jetzt? Oh, hier! Oha, was ist denn jetzt los? Ist das jetzt sowas wie die Erinnerungen? Ja, ist es. Ist es. Das ist jetzt sowas wie die Erinnerungen. Okay. Und hat auch wieder mit Impact zu tun. Das heißt, bei jeder von diesen Figuren bekomme ich eine Erinnerung, oder was? Sieh nur. Das arme Ding. Oh. Nee, das ist keine Erinnerung. Das ist irgendwas anderes, was hier passiert. Oh. Lol. Die ist praktisch in der Vergangenheit gelandet, oder was? Weil die leben ja nicht mehr. Oh. Wo bin ich? Verzeih, dass wir dich erschreckt haben. Keine Angst. Mein Name lautet Sonja. Nun sag schon, wie heißt du denn? Ah, das war kein Titan, das war eher ich Trottel. Ich bin die Tochter König Rohams von Hyrule. Zelda. Welch seltsame Worte. Oh. Wir beide haben dieses Reich gegründet. Außer mir sollte es eigentlich keinen König geben. Ihr habt Hyrule gegründet?
Und ihr seid König? Im Hintergrund hat man den Tempel der Zeit gesehen. Ja, also sie ist tatsächlich... Okay. König Rauru von Hyrule. König Rauru und Königin Sonja. Oh. Das heißt ja... Yep. Das heißt, sie ist in der Vergangenheit gelandet. Wild. Abenteuererinnerungen. Wo bin ich? Nachdem Zelda unter dem Schloss in einen bodenlosen Abgrund gestürzt ist, erwacht sie in der Gegenwart von König Rau und Königin Sonja. Zelda ist verblüfft, diesen Namen zu erfahren, denn sie sind ihr wohl bekannt. Drachenträne 1. Mhm. Link, du wirkst ganz abwesend. Was hast du denn? Unglaublich, du hast etwas gesehen wie in einem Traum. Bilder, die vor deinem inneren Auge erschienen sind. Und was Prinzessin Zelda erblickt? Oh. Geoglyphen, Schriften, Drachentränen und nun hast du sogar Prinzessin Zelda gesehen. Ob all dies vielleicht in irgendeinem Zusammenhang stehen könnte? Wir werden noch weitere Geoglyphen aufsuchen. Womöglich führen sie uns auf Prinzessin Zeldas Spur. Da fällt mir ein, den Schriften nach soll sich auch im vergessenen Tempel etwas befinden, das die Geoglyphen betrifft. Der vergessene Tempel liegt tief in einer Schlucht in Hebra. Mir scheint, auch wir sollten eine Reise dorthin wagen. Okay. Wir kommen heute wohl nicht mehr zu dem Turm. Ich beende den Part hier nämlich. Nächstes Mal gehen wir zum Turm. Ich denke, an dem Stall haben wir jetzt alles Wichtige gemacht erstmal. Dann wissen wir jetzt auch, was diese ganzen Dinge auf sich haben. Wenn ich die aus der Luft betrachte, kann ich wahrscheinlich sehr gut sehen, wo diese Erinnerung auf sich versteckt. Das ist auch sehr praktisch. Und wir wissen auch, dass hier, wo der Turm war, den ich nicht auslösen konnte, hier unten ist auch so eine Figur gewesen. Irgendwo hier. Ah, hier, hier, irgendwo da unten war auch so eine Figur. Irgendwo da, keine Ahnung. Also, die können wir auch noch mitnehmen. Krass. Und jetzt ist die, ah, jetzt leuchtet die sogar hier, jetzt sieht man die auch. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, und hier, da ist dann dieser Tempel, um den es geht. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sind auf dem Weg, wir sind fortschritttechnisch unterwegs. Es läuft wieder. Tschüss.